Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Wir erkunden jetzt den Schrein hier hinter uns, den wir hier in diesem vergessenen Tempel, oder wie es hieß, gefunden haben. Dafür haben wir Impa nicht gefunden. Doch, die steht da. Wir haben Impa gefunden. War ja überhaupt nicht so schwer, ne? Maya Usu, Usiu-Schrein, diese Namen, ne? Die sind nicht besser geworden. Hey. Oh, Link. Danke für deine Hilfe mit dem Heißluftballon. Irgendwo in diesem Tempel muss sich irgendetwas befinden, das im Zusammenhang mit den Geoglyphen steht. Ich suche danach, doch bisher bin ich nicht fündig geworden. Bei der Größe dieser Kammer ist das auch schwierig. Hast du dich mal umgedreht, vielleicht? Wo kann es denn nur sein? Impa, dreh dich mal um. Impa, hier, guck mal. Junge Frau, ja? Da. Mhm. Irgendwo muss ja was sein. Oh, ich sehe es nicht. Ach, Impa. Oder ist hier noch was anderes versteckt? Ich würde aber erstmal eben gerne den Schrein machen. Vielleicht ist es der Schrein, der gemeint ist. Ansonsten gucken wir uns nach dem Schrein hier nochmal um, ob sich da nicht noch was anderes versteckt. Höhlenwesen. Oh. Kombinationsgabe, die habe ich doch drauf mittlerweile. Hoffe ich. Sag ich gerade so großkotzig und jetzt werde ich bestimmt damit auf die Nase fallen. Ich muss L formen. Ich kann das hier nicht greifen und bewegen. Ich kann euch greifen und bewegen. Ah, I see. Ja. Ich weiß, was wir machen müssen. Und solche Spiele habe ich als Kind geliebt. Jetzt muss ich nur mit der Steuerung mal eben klarkommen. Die macht mich nämlich hier wahnsinnig in diesem Spiel. Nein, so rum. So, wir müssen nämlich jetzt das hier so formen, dass wir diesen Würfel hinkriegen, was relativ einfach ist. Und jetzt kommt der dahin. Oh, wartet. So. Geh doch da. Wieso nicht? Den halt ein Stück hoch. So. Das war noch einfacher. Ich glaube, die nächsten Rätsel werden ein bisschen schwieriger. Gegner, habe ich mir doch fast gedacht. Könnten die Fässer aufheben? Bringt uns das was? Wollen wir das? Oder schießen wir einfach? Oh, er hat uns gesehen. Headshot. Du nimmst dir die Fässer, Kollege. Okay. Jetzt irgendwie mit einer Flamme geworfen oder kam mir das nur so vor? Flammenkeule, ne, er hatte so eine Flammenkeule. Aber ansonsten kann ich hier nichts aufheben gerade. Da ist auch nochmal so ein Flammenköpfchen. Das kann ich nehmen. Haha. Wunderschön. Wahrscheinlich brauchen wir den jetzt hier irgendwie. Ich habe ihn weggeworfen. Ne, wir müssen wieder den Würfel vervollständigen. Es muss wieder einen kompletten Würfel ergeben. Oder haben wir ein Loch irgendwo? Ich glaube nicht. Nein. Und zur Auswahl haben wir diese Steine. Aber ich sehe, da oben ist eine Kiste. Deswegen nehme ich mir das erstmal eben als Treppe. Komme ich da nicht hoch? So eine Stufe? Das müsste doch theoretisch funktionieren. Ich wollte gerade sagen. Hopp. Ach komm schon. Ach komm schon. Nee, so rumdrehen. Und jetzt
komm mal ran und komm mal hier so rüber und smotch dich mal so da dran. Ja, das war natürlich auch schlau. Weil ich da jetzt nicht hochkomme. Ich kann das. Wirklich. Ich bin da. Ich kann Dinge nicht. So, das ist so hübsch. Ah, das ist wohl die Katastrophe. Wollt mir doch nur eine schöne Treppe bauen. Danke. Eine große Sonau-Energiesphäre, die nehme ich doch gerne. So, jetzt können wir uns um unser Würfelproblem kümmern. Wubbel, wubbel, wubbel. Okay. Was haben wir denn zur Verfügung? Wir haben... Wo haben wir überhaupt Löcher? Da haben wir ein Loch. Funktionierst du da? Ich müsste dich einmal so ein bisschen... drehen. Ja, du würdest da funktionieren. Genau so. Ja, wunderbar. Ja, das ist doch schon perfekt. Ich sehe es doch schon. Jetzt kommt der hier an die Wand. Naja, ein bisschen schöner kann das schon sein. Und der kommt jetzt einfach umgedreht da oben rein. Und dann haben wir es doch schon. Zack. Sowas kann ich. War es das schon? Das war's schon. Schade. Es hat Spaß gemacht. Ein Segenslicht. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben schon 6. Oh, wir könnten nun mal irgendwo beten gehen. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Dankeschön. Danke, danke. So, Impa, bist du jetzt zufrieden oder muss ich halt immer noch irgendwie was suchen, was hier mit den Geoglyphen, ne? Zu tun hat. Wo kann es nur sein? Impa. Oh, Link, danke für den Heißluftball. Hier ist immer noch irgendwas wegen den Geoglyphen. Ich sehe es aber nicht. Okay, der Schrein war es zumindest schon mal nicht. Der war hier nur als Bonus noch. Dann gucken wir uns weiter um, ob wir dem Rätsel auf die Spur kommen. Ist hier noch was anderes versteckt. So, klettern wir mal hier hoch. Verschaffen wir uns von hier einen kleinen Überblick. Hier sind die Säulen. Die eine ist umgekippt, aber ich glaube, damit hat das nichts zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass es in dem nächsten Raum ist, in dem Impa ja gar nicht ist. Deswegen sieht sie es nicht. Noch sehe ich auch nichts Besonderes. Ich vermute weiter... Doch, guck mal da, das ist eine Göttinnenstatue, die umgefallen ist. Aber ich habe da eben doch noch was gesehen. Ach nee, das war hier nur so Gras. Ich dachte, hier wäre noch so ein Frostbusch. Schade. Aber hier ist eine umgestürzte Göttinnenstatue. Die kann ich auch nicht wieder hinstellen. Oh, Göttin, untersuchen. Die Göttinnenstatue ist umgestürzt. Ach. So weit war ich auch schon. Danke, Spiel. Aber warum ist sie umgestürzt? Vielleicht können wir das herausfinden. Hinstellen kann ich sie ja nicht wieder. Was haben wir hier noch? Wildbeeren. Da geht's noch weiter. Ich möchte trotzdem gerne diesen Raum erstmal kurz erkunden.
ob hier noch was ist. Bestimmt ist hier noch was. Auf der Göttin. Ne. Da unten ist noch eine kleine Statue. Ist halt auch alles schon ein bisschen kaputt hier, ne? Das ist gar keine Statue, das ist nur eine Säule, die auch kaputt ist. Okay. Gut. Ich glaube, da müssen wir doch einen Raum weiter. Das sieht doch sehr sonnauig aus. So, das sind Feuerblumen. Impa? Impa, ich glaube, ich hab was. Komm mal nach hier hinten. Sieht aus wie Stühle. So von wegen, ey, setzt euch hin, wir machen eine Versammlung. Oder Karussell fahren. Oh, ja, so ein richtiges Uhrzeitkarussell. Ich nehme mal eben die Blumen mit. Da geht's noch weiter, aber ich möchte erst wissen, was es hier mit auf sich hat. Verschieden große, dicke Steine. Wie gesagt, ein Karussell. Na gut, soll wahrscheinlich eher eine Blume sein, anstatt ein Karussell. Ansonsten wüsste ich nicht, was es hier mit auf sich hat. Oh, guck mal, da oben ist was. Was ist das? Ist das eine Kiste? Ja. Aber die kriege ich von hier unten nie im Leben, ne? Komme ich da hoch? Kann ich so lang klettern? Ich meine, wir haben die Kletterausrüstung, die lässt uns schneller klettern, was schon mal gut ist. Deswegen können wir prinzipiell das eigentlich schaffen. Ach ja, easy. Na gut, dass ich das Tool benutzt habe zum Umgucken. Ein Soldatenschild. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Dafür lasse ich das mal liegen. Mach voll die Randale hier. Hier ist aber nichts, ne? Da hinten auch nicht. Nö. Dann geht's, denke ich mal, noch einen Raum weiter. Oha. Das ist die Karte. Das ist die Karte von Hyrule. Hier ist das Schloss. Bei dem hier haben wir schon die Träne gesammelt. Und wir sehen die Standorte der anderen. Wir müssten jetzt gerade hier irgendwo sein. Nee, warte, das ist die Schlucht. Da hinten die Schlucht. Da sind sie auch an den Wänden. Oh, müssen wir zu den einzelnen Dingern die Träne holen und hier einsetzen? Oh, Impa ist da. Oh, dieser Raum. Impa, auch wir sollten uns hinabbegeben, um unsere Erkundung aus der Nähe fortzusetzen. Oder gab es eine Treppe? Okay. Diese Abbildung an den Wänden. Könnte das nicht die Geoglyphen sein? Was mag dies alles nur bedeuten? Ich glaube, bei der Abbildung ganz links an dieser Wand handelt es sich um die Geoglyphe, die wir als erstes sahen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und die nächste Abbildung. Das sieht mir ein bisschen aus wie das, Gerudo-Stadt. Laut der Karte, auf dem Boden müsste sie sich nahe dem Dorf der Orni wiederfinden. Oder der Tempel hier. Auch die anderen an dieser Wand abgebildeten Geoglyphen scheinen der Karte am Boden verzeichnet zu sein. Ich kann es kaum fassen, dass es einen solchen Ort hinter diesen Ruinen gibt. Es heißt,
dass während des Kataklysmus, als Prinzessin Zelda verschwand, die ganze Hyrule-Geoglyphen auftauchten. Ich frage mich, wie sie in Zusammenhang mit den Bildern hier stehen. Jetzt ist die Eile geboten. Wir sollten uns umgehend nach den anderen Geoglyphen umsehen. Impa, wie wäre es mit einer kleinen Pause? Link, wenn du während deiner Reise auf eine Geoglyphe stößt, solltest du sie sorgfältig studieren. Vielleicht erwarten dich auch bei anderen Geoglyphen geheimnisvolle Visionen wie jene, die du bereits hattest. Es ist durchaus möglich, dass wir mit ihrer Hilfe etwas über den Verbleib von Prinzessin Zelda erfahren könnten. Ja, habe ich mir fast gedacht, junge Frau. Kann ich denn... So von wegen, ey, die hier habe ich? Nee, die habe ich. Kann ich aber nichts machen, ne? Das ist das Schloss. Das zeigt Gegenden hier in unserer Welt. Das hier... Was soll das sein? Unten auf jeden Fall Füße, oben ist der Kopf. Ich könnte aber jetzt nicht deuten, was das ist. Das könnte ich jetzt auch nicht entziffern. Das hier, das sieht man, das ist ein Sonau. Definitiv. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Das hier, wie gesagt, könnte der Tempel hier sein. Das ist irgendein Wolkenwirbelsturm, keine Ahnung, so ein Viech. Hier ist der Wald der Crocs. Da ist ja das heilige Bandschwert. Also würde ich mal sagen, ist das das Bandschwert. Das hier ist der Vulkan. Das ist das Shika-Bett. Aber ist hier, hier ist doch nicht Kakariko. Oder ist hier Kakariko? Doch, könnte hinkommen, ne? Nee. Hier ist doch Sora-Gebiet. Kakariko müsste irgendwo hier liegen. Naja, auf jeden Fall sieht das wie eine Muschel aus. Da haben wir ein Säbel. Hier unten hieß es ja irgendwie, ist so eine Piratenstadt. Was ist das? Ein Fisch. Ich würde jetzt mal sagen, ein Fisch. Und das sieht aus wie so ein Schrein, eine Säule, wie auch immer. Aber hier ist das... Nee, hier ist das vergessene Plateau, ne? Keine Ahnung. Ich versuche hier Dinge zu entziffern, an denen ich mich gerade, glaube ich, zu sehr dran aufhalte. Was hat es hier mit auf sich? Das konnte ich doch gerade lesen, oder? Ja. Eine Träne für eine Träne. Okay. Kann ich? Warte mal, ich gehe mal zu dem ersten Bild hin, was wir ja fertig haben. Kann ich da die Träne irgendwie abgeben oder so? Nee. Okay, das hätte ich jetzt vielleicht gedacht, dass man da irgendwie jetzt die hier reinlegen muss oder, ne? Aber dem scheint nicht so zu sein. Na gut, schade. Haben wir denn die Quest dann soweit durch mit ihr? Ich glaube schon, ne? Es gibt noch 10 Geoglyphen, die wir erkunden müssen. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall tun. Untersuche die 4 Regionen. Das war ja eigentlich unser aktuelles Vorgehen. Da waren wir am Weg zu den Orni. Und die Suche nach Zelda, unsere Hauptdingens. Ja, und die hier haben wir ja alle schon abgeschlossen. Gut. Sehr schön, dann können wir hier theoretisch wieder raus. Da wartet unser Pferd ganz geduldig. Wir haben hier oben aber auch nichts in der Nähe, wo wir uns hin teleportieren könnten, ne? Ich mach mal eben im Tagebuch. Untersuch die 4 Regionen wieder an. Damit wir sehen, wo wir denn hin sollten. Ganz woanders hin. Sehr gut. Dann teleportieren. Dann teleportiere ich mich hier zurück zum Stall.
Lass mein Pferd rufen, das kann man ja machen. Könnte man da auch beten? Nee, beten konnten wir hier, ne? Also hier. In der Unterkunft. Ich überlege gerade, ob ich halt jetzt noch ein Herz hole oder ob ich das später mache. Ich glaube, das mache ich später. Ich teleportiere erstmal zum Schrein, hole unser Pferd und dann reiten wir in diese Richtung hier weiter. Den Weg entlang. Zum Dorf der Orni. Das ist doch ein guter Plan. Jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber gehen jetzt zurück zum Weg. Ich finde das so cool im Ladebildschirm, ne? So plupp, ich verschwinde. Und dann so plupp. Da bist du jetzt. Finde ich sehr cool gemacht. Mag ich. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, weiter auf zum Dorf der Orni. Mal gucken, ob wir da ankommen in der nächsten Folge oder ob uns wieder irgendwelche anderen Sachen ablenken werden. Ja, die uns aufhalten. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!